Hier verübten meine Mörder ihre blutige Tat. Zu den Bewohnern hier sollte man nicht zu freundlich sein. Aloha, har, zum Blood-Omen-Erfahrungsbericht und willkommen in Ziegstuchel, dem Ort von Kains Ermordung. Für Siedlungen in diesem Spiel gilt, die Leute erkennen, dass du ein Vampir bist, weshalb dich Stadtwachen und Zivilisten mit Waffen immer attackieren werden. Da finde ich es dann leider unpassend, dass die unbewaffneten Zivilisten nur so herumspazieren, als wäre nichts, anstatt vor dir zu fliehen. Ebenso seltsam wie inkonsequent ist, dass Kain absolut nichts zu dem Wirt zu sagen hat, dessen Abweisung letztlich der Auslöser für Vampys Ermordung war. Und das, obwohl unser Vampir ja sonst nie die Klappe hält und jeden Kiesel am Wegesrand kommentiert. Naja, wir kommen sowieso noch nicht über die Theke drüber. Zumindest nicht mit dem Schwert. Ansonsten sind die Dörfer in Blood Omen vor allem dazu da, die Welt lebendiger zu machen, auch wenn du die Einwohner ironischerweise dafür etwas weniger lebendig hinterlässt. Im Grunde füllst du deinen Bedarf an Rhesusfaktor-Material auf und plünderst die Häuser von Leuten, die Wurfsterne in Fässern bunkern. Dem Rat des Totenbeschwörers folgend macht sich Kain als nächstes auf, um die Säulen zu finden. Dort hofft er mehr über den Fluch des Vampirismus zu erfahren. War sein Geschenk ein Fluch? Ich wollte bei den Säulen Antwort suchen. Auf dem Weg haut unser bleicher Vollstrecker noch einige Mitglieder der orangehaubigen Räuberbuben in Stücke. Derweil wird dem aufmerksamen Spieler nicht entgangen sein, dass Kaini dabei gern etwas zu brüllen pflegt. Hey, Victor! Hey, Victor? Ich meine, wenn man schon nach einer Figur aus den Kickers ruft, dann ist der Kapitän der Teufel sicher die beste Wahl, aber trotzdem komisch. Hey, Victor! Nein, Kains Wahlspruch ist natürlich auf Latein. Vae victis, wehe den Besiegten. Die Existenz der lateinischen Sprache in einer fantastischen Welt ergibt jetzt zwar nicht so viel Sinn, aber man kann damit natürlich immer besonders schlaumeiernd Eindruck schinden. Hey, Victor! Dabei müsste es doch eigentlich Vae victis lauten, also hinten mit langem I gesprochen, da es sich ja offenkundig um ein Partizip Perfekt Passiv im Dativ Plural handelt. Endlich erreicht Kain die sogenannten Säulen, eine Ansammlung von 9 Pfeilern, die scheinbar endlos zum Himmel streben. Jede Säule steht für einen grundlegenden magischen Aspekt in der düsteren Welt von Noskot. Diese 9 Prinzipien sind Geist, Dimension, Konflikt, Natur, Energie, Zeit, Zustand, Tod und Gleichgewicht. Inmitten der Säulen spukt ein Geist umher, Ariel, die ehemalige Hüterin des Gleichgewichts. Sie war die blonde Lady aus dem Intro, die hinterrücks erdolcht wurde, ihrer Aussage nach von einem Verräter. Sie erzählt Kain, dass ihre Ermordung weitreichende Konsequenzen für die Welt hatte. Ihr Geliebter, ein Mann namens Nupraptor, wurde durch den Verlust Ariels wahnsinnig und um sich seiner blinden Wut ganz hinzugeben, nähte er sich die Klüsen zu und begann Noskot zu terrorisieren. Das ist vor allem deshalb blöd, weil es sich bei Nupraptor um den Hüter der Säule des Geistes handelt, dessen Verfall sich auch auf den Geisteszustand der restlichen Welt auswirkt. Insofern wäre es toll, wenn da mal einer hingehen würde und Nuppis Schultern vom Kopf befreien könnte. Kain interessiert sich allerdings kein Stück für die Probleme der Welt, weshalb Ariel ihn mit einem anderen Versprechen ködert. Wenn er die korrupten Hüter der Säulen vernichtet, so würde er Erlösung finden. Erst wenn alle Säulen zerstört wären, würde mein Fluch aufgehoben, sagte Ariel. Hier hörten wir übrigens gerade einen sehr unschönen Übersetzungsfehler. Kains Aufgabe ist es nämlich nicht, die Säulen zu zerstören, sondern ganz im Gegenteil, zu erneuern. Hier einmal der O-Ton. Only when all the pillars were restored, did Ariel claim my curse would end. And so, my hunt for Nupraptor began. Und so begann meine Jagd auf Nupraptor. Direkt hinter den Säulen steht ein grüner Obelisk, vor dem Kain seine nächste Vampirfähigkeit tankt, die Verwandlung in eine Fledermaus. Dabei handelt es sich um das Schnellreisesystem von Blood Omen. Da Noskot recht groß ist und wir manche Gebiete mehr als einmal aufsuchen müssen, kann Kain als Fledermaus schnell von A nach B kommen. Die Obelisken sind dabei die Wegpunkte, die, einmal aktiviert, als Ziel dienen. Und eine hübsche Herumfliegesequenz jibbet obendruff.
Solche Fähigkeiten liegen im weiteren Spiel meist nicht einfach so am Wegesrand wie hier, sondern, und das erleben wir jetzt als nächstes, in Form von zahlreichen Mini-Dungeons zwischen den großen Verliesen. Das läuft dann so ab: Du bekommst direkt in einem der ersten Räume deine neue Gabe und musst diese dann einsetzen, um die Gruft wieder zu verlassen. Hier lernt Kain zum Beispiel den Lichtzauber, der dunkle Gebiete erhält. Klingt zunächst etwas lahm, wird aber schnell zu einem wichtigen Sprüchlein, da die meisten Abschnitte unter Tage ziemlich duster sind. Des Weiteren wird euch die Klanggestaltung des Spiels hier erstmals auf eine wirklich harte Probe stellen. Überall jammernde und flehende Gefangene in Endlosschleife. Jeder eingesammelte Gegenstand veranlasst den Chor zu einem und die Skelette schreien höchst aufdringlich beim Umkippen. Kaum haben wir dieses Zwischenverlies mit einer neuen Fähigkeit bestanden, erwartet uns eine Ecke später schon die nächste. Hier bekommt Kain die Gabe, sich in eine Art Wolfsbestie zu verwandeln. In dieser Gestalt ist Kain deutlich stärker, deutlich schneller und er kann springen, was neue Wege öffnet. Plus, als versteckter Bonus, wird er in Wolfsgestalt bei Vollmond noch stärker. Allerdings kostet es kontinuierlich Magie, die Verwandlung aufrechtzuhalten. Insgesamt super nützlich und die meisten Berge sind jetzt kein Hindernis mehr. Und was war das? Hey, noch ein Mini-Dungeon! Ich gebe zu, dieser turbulente Marathon durch Noskots Souterrain-Wohnungen gleich so früh im Spiel ist verdammt zäh. Aber zum Glück auch gleich geschafft, fürs Erste. Und das hier ist auch gleich der mit Abstand schlimmste Abschnitt dieser Folge. Denn in dieser Gruft bekommt Kain den Energieblitzzauber, mit dem er magische Projektile abfeuern kann. Das ist für den Kampf ganz nützlich und es lassen sich entfernte Schalter betätigen. Soweit so gut. Die Feinde hier sind allerdings auch auf den Fernkampf spezialisiert. Einerseits so dicke Typen mit Kratos lahmarschigen Gummibandschwertern und schlimmer noch, rumballernde Hexer. Ja, man könnte nun sagen, naja, das ist halt hier, damit du mit deiner neuen Gabe umzugehen lernst. Aber dann werft mich nicht in einen Raum mit drei dieser Viecher, die mich in einem Kreuzfeuer total demolieren. Und deren Geschosse sind auch noch zielsuchend, meine nicht. Kurz, ich hasse es. Und ich komme hier nie raus, ohne mindestens ein Herz der Dunkelheit zu verpulvern. So, nach dem Mist brauche ich jetzt eindeutig etwas Entspannung. Und zur Erholung steht ein Ausflug in das Bauerndorf Nachtholm an. Quasi Bad Nachtholm. Hier gibt es für relaxbedürftige Blutsauger reichlich schlafendes Volk zu verputzen. Besuchen Sie unsere auskuddelbare Blutbrunnen-Oasentherme sowie drei rustikale Tavernen, deren lokale Bauerntölpel Sie höchst königlich amüsieren werden. Naja, aber vielleicht sollte ich doch noch was zu diesen Blutbrunnen sagen. An einem solchen Blutbrunnen kann jeweils einmalig das Blut der Zeitalter gekostet werden. Das bedeutet im Klartext, dass Kains Leib dauerhaft verbessert wird. Bei diesem ersten Brunnen zum Beispiel steigt seine Körperkraft, sodass er nun Felsen verschieben kann. Und direkt hinter Nachtholm ist ein zweiter Blutbrunnen. Ihr merkt schon, ähnlich wie mit diesen Fertigkeitsverliesen, war man bei Crystal Dynamics nicht so gut darin, diese Elemente gleichmäßig übers Spiel zu verteilen. Der zweite Blutbrunnen verleiht kein Immunität gegen Regen. Wie praktisch, Husa! Regen kann dir nichts anhaben. Aber stehende Gewässer und Schnee schaden ihm dennoch weiterhin. Klassische Blutbrunnen-Pedanterie. Seid auch beim nächsten Mal dabei, wenn wir das noskotische Alphabet entdecken, das Bordell des Grauens besuchen und schließlich Nubraptors Festung des Geistes stürmen.